herzlich willkommen zu einer neuen Andacht 4.1. Ich bin Patrick Ananta Sutarjo, ich bin Kali Child und ich möchte heute sprechen über einen Vers aus dem Wort Gottes, dem Heiligen Koran, diesmal aus dem Koran, nicht aus der Bibel. Und zwar geht es auch darum, was ich damals bei der Konfirmation nicht gelernt habe oder im Konfirmationsunterricht nicht gelernt habe, was uns da nicht beigebracht worden ist und was ich jetzt aber hier ganz gerne mal vorlesen möchte. Und zwar, es sind mehrere Verse, und zwar steht das hier in Vers 111 in der dritten Sure, und zwar steht hier: Hätten die Schriftbesitzer geglaubt, es stünde viel besser um sie. Es gibt zwar auch Gläubige unter ihnen, die Mehrzahl aber sind Frevler. Und dann steht hier in Vers 114: Doch die Schriftbesitzer sind nicht alle gleich. Es gibt rechtschaffen Denkende unter ihnen, welche allnächtlich über die Zeichen Allahs nachdenken und Allah verehren und an Allah glauben und an den jüngsten Tag. Diese wollen nur das Recht und wehren dem Unrecht und wetteifern stets in guten Werken. Sie gehören zu den Frommen. Wir lesen hier also eine recht klare und drastische Aussage, und zwar, dass viele oder die meisten der Schriftbesitzer Frevler sind. Das steht hier im Koran, in der Sure 3, im Vers 111. Frevler, das bedeutet solche, die gegen die Gebote Gottes sündigen, die nicht das Rechte tun, die nicht die Gerechtigkeit tun, sondern die sündigen. Jetzt sagt uns hier der Koran, dass die meisten der Schriftbesitzer Frevler sind. Das bedeutet, der Großteil, ja, von denen, die die Schrift haben, die Bibel, also Juden und Christen, dass die Frevler sein sollen. Dass die also nicht den Geboten des Herrn folgen, sondern dass sie zwar die Schrift haben und auch vorgeben, an die Schrift zu glauben, denn sie sind ja Schriftbesitzer. Das heißt, sie sind solche, die ihre Religion bekennen, zum Beispiel das Judentum oder das Christentum. Aber sie werden hier als Frevler bezeichnet. Aber nicht alle von ihnen. Denn wir lesen hier in Vers 114, dass es unter ihnen auch Rechtschaffene gibt. Also Rechtschaffendenkende steht hier. Die allnächtlich über die Zeichen Allahs nachdenken und Allah verehren und an Allah glauben und an den jüngsten Tag. Diese wollen nur das Recht und wehren dem Unrecht und wetteifern stets in guten Werken. Sie gehören zu den Frommen. Also was sie hier charakterisiert, ist, dass sie das Recht wollen und dem Unrecht wehren und dass sie in guten Werken wetteifern und dass sie deswegen fromm sind. Und sie denken über die Zeichen Allahs nach, über die Zeichen des Herrn. Sie lesen allnächtlich in der Bibel, denn sie sind ja Schriftbesitzer, sie sind ja keine Muslime, das heißt, sie lesen in der Bibel, wahrscheinlich nicht im Koran, oder vielleicht auch im Koran, vielleicht gibt es auch solche, die im Koran lesen, aber zum Wort des Herrn gehören ja die Tora, das Evangelium, der Koran, also das, die ganze Bibel und der Koran und auch die Zeichen. In der Bibel sind Zeichen Allahs, das sind Zeichen des Herrn. Allah ist der Herr Zebaoth, das ist der eine wahre Gott, der in der Bibel verkündet wird und im Koran verkündet wird. Das lesen wir in beiden Schriften, dass er ein Gott ist, nicht drei Personen, also keine Trinität oder sowas, wie das fälschlich in den meisten Kirchen heutzutage gelehrt wird, sondern der Herr ist ein Gott, eine Person und Jesus Christus ist sein Sohn. Jetzt ist es halt so, dass die meisten Christen glauben, dass sie gerecht wären, einfach nur, weil sie an Jesus Christus glauben. Also einfach nur, weil sie bekennen, dass sie zu Jesus Christus gehören oder dass sie an ihn glauben.
und dass es ihnen aber nicht um Recht geht und dass sie dem Unrecht nicht wehren. Ja, oder nur sehr, sehr relativ sozusagen. Ja. Dass es nicht darum ginge, das Rechte zu tun und das Unrechte abzuwehren oder dem Unrecht zu wehren, sondern einfach nur an Jesus Christus zu glauben und dann sei man gerechtfertigt und dann sei man ein Kind Gottes und dann hätte man die Gnade Gottes für alle Zeit sozusagen, dass man dann, egal ob man sündigt oder nicht, egal ob man jetzt gegen die Gebote Gottes verstößt oder nicht, dass man dann trotzdem immer ein Kind Gottes sei und dass man dann gerecht sei, allein durch den Glauben an Jesus Christus. Das sind ja diese Solas, also Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Fide, Solus Christus, ja. Das sind ja diese allein aus Glaube, allein aus Gnade, allein aus allein die Schrift, allein Christus. Das sind ja diese Aussagen von Martin Luther, dem Reformator der protestantischen Kirche, ja, der ja übrigens den Jakobusbrief nicht mochte, in dem es eben darum geht, dass man auch gute Werke tun soll, also Gutes tun soll im Glauben und dass der Glaube sich dadurch äußert, dass man das Gute und das Gerechte wirkt und nicht die Gesetzlosigkeit. Das bedeutet übrigens auch, also er sagt, es steht da, dass Gesetzlosigkeit Sünde ist und Sünde ist Gesetzlosigkeit. Das heißt, man soll gegen das Gesetz des Herrn nicht sündigen, was häufig von Christen geleugnet wird, weil sie ja meinen, dass das Gesetz nicht mehr gültig sei oder dass man sich nicht mehr an das Gesetz des Herrn halten müsse, weil ja durch Christus sozusagen, durch den Glauben an Jesus Christus die Gerechtigkeit angerechnet würde und nicht mehr sozusagen ein Mensch gerecht sein müsste sozusagen. Ja. Im Koran lesen wir aber, dass das eine falsche Theologie ist und ich sehe das auch so, das ist eine absolut falsche Theologie, die absolut den Worten von Jesus Christus in den Evangelien widerspricht. Ja. Jesus Christus hat immer wieder seine Gebote gelehrt, Gebote der Gerechtigkeit, der Liebe, der Güte und man soll diesen Geboten auch folgen. Das Kreuz von Jesus Christus und seine Auferstehung sind zur Vergebung der Sünden da, bringen den neuen Bund mit Gott, dem Herrn, für jeden, der glaubt an Jesus Christus. Aber das bedeutet nicht, dass man sich jetzt nicht mehr an die Gebote von Gottes halten müsse, und dass man als Sünder dann, nur weil man an Jesus Christus glaubt, auch in den Himmel eingehen könnte nach seinem Tod. Hier steht im Koran, diejenigen, die wirklich Gläubige sind und keine Frevler, also die Minderheit sozusagen der Schriftbesitzer, der Christen und Juden, diese wollen nur das Recht und wehren dem Unrecht und wetteifern stets in guten Werken. Sie gehören zu den Frommen. Das sind die Frommen, das sind die Gottesfürchtigen, das sind diejenigen, die die Bibel richtig verstehen, die verstehen, dass es Gott wirklich um Gerechtigkeit geht, wirklich um das Gute, wirklich um Rechtschaffenheit und nicht bloß um ein Lippenbekenntnis, dass man sich zu einem Glauben bekennt, sondern dass dieser Glaube, den man bekennt, auch wirklich gute Früchte bringt und dass man das Rechte tut und das Unrechte abwehrt und dass man in guten Werken eifert. Ja, wetteifert in guten Werken. Also das Gute zu tun, ist nicht passé durch das Sühneopfer Jesu Christi und durch die Auferstehung Jesu Christi. Gott liebt auch nicht alle Menschen gleich und liebt sie auch nicht bedingungslos, sondern Gott, der Herr, unterscheidet bei den Menschen, wer im Glauben sich an seine Gebote hält und die Gerechtigkeit übt und die Gerechtigkeit tätig in tätiger Nächstenliebe übt und in Liebe zu Gott und in Liebe auch zu seinem Gesetz übrigens. Und wer das nicht tut, ja, wer das Unrecht tut, ja, Jesus Christus hat uns auch gesagt, wenn wir im Kleinsten ungerecht sind, dann sind wir schon im Größten ungerecht. Ja. Das heißt, kleines Unrecht, von dem du jetzt vielleicht denkst, das wäre kleines Unrecht, zum Beispiel denkst du vielleicht eine kleine Lüge sagen oder eine Lüge irgendwie wäre nicht so schlimm oder so, ja, oder jemanden mal irgendwie abschätzig behandeln oder arrogant zu behandeln oder zu diskriminieren oder einfach jemandem zum Beispiel, der in Not ist, zum Beispiel nichts zu geben, wenn man die Möglichkeit hat, was zu geben oder so, ja, du denkst vielleicht, das wären kleine Sünden und so und Gott würde dir das alles vergeben, es ist nur so, dass Gott natürlich alle Sünden vergeben kann, ja,
Nur steht auch in der Bibel, dass wir dann diese Sünden nicht mehr begehen sollen. Ja, das heißt, das Sühneopfer ist da, um Buße zu tun, um an dieses Sühneopfer von Christus zu glauben und dann nicht mehr das Böse zu tun. Übrigens auch kein Fleisch mehr zu essen, also auch die Ungerechtigkeit, die Tieren angetan wird, nicht mehr zu begehen. Diese Ungerechtigkeit und das Böse, dass Menschen Tiere essen, Tierfleisch konsumieren oder Pelz oder Leder oder Seide konsumieren, ja, oder Produkte, die durch Tierversuche gemacht worden sind oder produziert worden sind, sowas nicht mehr zu tun, denn das ist alles Unrecht, das ist Ungerechtigkeit, das ist Böse, das schadet den fühlenden Lebewesen und das ist Unrecht. Und deswegen ist es wichtig, das Rechte zu gebieten, also das Gute zu tun auch den Guten nachzueifern, den guten Werken zu wetteifern, keine Tiere zu essen, vegetarisch zu leben, das Rechte zu tun und nicht zu sündigen und nicht zu denken, ich kann ja gar nicht anders leben, ich muss ja immer sündigen und so. Nee, du musst nicht lügen zum Beispiel, als Beispiel jetzt, du musst nicht lügen, du bist nicht irgendwie unter dem Zwang zu lügen, du kannst aufhören zu lügen einfach, ja. Du kannst einfach wahrhaftig leben und in der Wahrheit leben, das ist nicht so, das ist nicht unmöglich für einen Menschen. Ja, wenn Leute dir sagen, ja, wir sind alle schwache, fehlbare Menschen und sowas, wir könnten nicht anders, ein Mensch kann sich an die Gebote Gottes halten, ja, das steht in der Bibel ganz unmissverständlich, die Gebote Gottes sind auch gar nicht so schwer zu halten, sondern jeder kann sich daran halten. Ja, Jesus hat uns auch gelehrt, wir sollen uns daran halten. Ja, und dann kommt aber diese falsche protestantische Lehre, die auch da im Konfirmationsunterricht und sowas gelehrt wird. Also bei uns zumindest wurde es gelehrt, Gott liebt alle Menschen bedingungslos und so und Gott ist Liebe und so und Gott liebt alle und so. Gott wäre kein strafender Gott und so, sondern Gott wäre ein liebender Gott und solche Sachen. Ja, und Gott will da alle Menschen lieben und so. Und wenn du getauft bist, dann kannst du nicht mehr aus der Gnade Gottes fallen oder so. Dann kommst du auf jeden Fall in den Himmel und solche Sachen. Dann bist du ein Kind Gottes, dann gehörst du zur Kirche dazu. Und dann wird Gott dir immer beistehen, wird Gott dir immer Gutes tun, wird Gott dir immer Hilfe bringen und so. Ja, und selbst für alle anderen Menschen, sagt man, wird auch in der evangelischen Kirche von Pfarrerinnen und Pfarrern gepredigt, ja, dass Gott alle Menschen liebt und so, ja. Das widerspricht natürlich der Realität, die wir sehen, ja, also ich meine, was tatsächlich in der Welt passiert, wie es Menschen tatsächlich geht, ja, die bekommen nicht alle Hilfe von Gott, sonst würde es ihnen ja allen gut gehen und so, das geht ihnen aber nicht allen gut, ja, und Gott liebt auch nicht alle Menschen bedingungslos, sondern er liebt diejenigen, die fromm sind und die das Gute tun, die hier in guten Werken wetteifern, wie es im Koran steht, und die das Recht wollen und dem Unrecht wehren. Und sie wetteifern stets in guten Werken. Sie gehören zu den Frommen. Das wurde uns beim Konfirmationsunterricht nicht beigebracht, dass es darum geht, das Gute zu tun und in Gerechtigkeit zu wandeln und auch das Wohlgefallen Gottes, des Herrn, zu bewirken, dass der Herr Wohlgefallen an uns hat. Denn er hat Wohlgefallen an den Frommen, die wirklich auch seinen Geboten folgen und die das Gute tun. Ja, dass es wirklich darum geht, Gutes zu tun, in Gerechtigkeit zu leben, ja, und Unrecht zu wehren, ja, und nicht Unrecht selbst zu begehen. Ja. Denn nach der protestantischen Lehre ist es so, dass zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel eines Richters, ein protestantischer Richter sagen könnte, ich kann gar nicht recht sprechen, ich kann gar nicht gerecht sein, sondern ich sündige immer wieder und spreche immer wieder Unrecht in den Gerichtsverhandlungen. Aber weil ich an Jesus Christus glaube, bin ich ein Gerechter und bin ich ein Kind Gottes. Ja? Obwohl der ja gar nicht das Recht spricht, obwohl der gar nicht recht tut, ja, glaubt der, protestantisch gesehen, dass er, weil er an Jesus Christus glaubt, dass er da ewig gerettet wäre und gerecht gemacht worden sei oder gerecht gesprochen worden sei von Gott, dem Herrn, ja, obwohl er gar nicht recht spricht, obwohl er gar nicht gerecht ist. Ja, der ist gar nicht gerecht, aber glaubt, dass er gerecht wäre, weil er an Jesus glaubt. Das ist eine ungefähr protestantische Theologie, das ist protestantische Lehre, ja, dass Leute glauben, dass sie gerecht wären, obwohl sie gar nicht gerecht handeln. Und das ist eben nicht das, was der Herr uns in der Bibel und im Koran sagt. Ja, wenn man die Worte von Jesus Christus liest, dann sagt Jesus Christus, dass man sich an seine Gebote der Liebe halten soll.
Ja, und dass es nicht darum geht, dass man da einfach meint oder glaubt, dass man jetzt gerecht gesprochen sei, obwohl man weiter sündigt. Nee, derjenige, der gerecht ist, der soll gar nicht weiter sündigen. Ja, jemand, der Buße getan hat von seinen Sünden, der soll die gleichen Sünden von vorher nicht wieder begehen. Und das sind auch die Frommen, die sich eben nach dem Recht ausstrecken, die das Recht tun, die das Recht wollen und dem Unrecht wehren. Ja, zum Beispiel die gegen diese ganze Fleischindustrie und Pelz- und Lederindustrie sind, die gegen Tierversuche sind, ja, die gegen Unrecht in der Welt sind, ja, was an Unrecht auch Menschen angetan wird, was an Unrecht Tieren angetan wird. Ja, und dass man in guten Werken wetteifern soll, ja, um das Wohlgefallen des Herrn zu haben und in seiner Güte, in seiner Gnade und in seiner Liebe zu wandeln und das Gute und das Rechtschaffene zu wirken. Und das bedeutet Frömmigkeit. Das ist nicht irgendein alter Begriff oder so, für den man sich schämen sollte oder für den man sich schämen müsste. Das wird häufig auch in den Kirchen so gesagt, er sei nicht allzu fromm oder solche Sachen oder das klingt so fromm oder sowas, ja. Oder Frömmigkeit wäre irgendwie ein altes Wort und sowas, ja, was mit uns heutzutage vielleicht nicht mehr viel zu tun haben würde oder so. Oder fromm klingt so ein bisschen so, ja. Das wäre nicht mehr zeitgemäß und sowas. Nee, fromm bedeutet der Gerechtigkeit nacheifern, das Rechte zu gebieten, das Rechte zu wollen und dem Unrecht zu wehren und in guten Werken zu wetteifern, das Gute und das Richtige zu tun. Und diejenigen, die das eben nicht anerkennen, ja, diese Lehre, die wir in der Tora lesen, im Gesetz des Mose und im Evangelium oder in den Evangelien und in der ganzen Bibel, auch bei den Propheten und im Heiligen Koran eben auch. Wer das ablehnt, diese Lehre, die wirklich Lehre des Herrn ist, der gehört zu den Frevlern. Und weil viele von diesen Schriftbesitzern das ablehnen, die denken, sie könnten immer weiter sündigen und dann kommen sie immer wieder zu Gott, bitten um Vergebung, dann sündigen sie immer weiter, tun das Gleiche wieder, was sie vorher getan haben, also sündigen wieder in den Sünden, die sie vorher bereut haben und dann machen sie aber wieder das Gleiche und sündigen wieder weiter und glauben, sie wären Kinder Gottes oder wären Auserwählte Gottes und sowas. Ja, solche sind Frevler, ja, die eine falsche Vorstellung, ein falsches Denken haben von der Gerechtigkeit des Herrn. Denn die Gerechtigkeit des Herrn fordert, dass wir wirklich gerecht wandeln, ja, und natürlich brauchen wir Vergebung unserer Sünden durch das Sühneopfer von Jesus Christus am Kreuz und durch die Auferstehung von Jesus Christus. Und damit wir in einem neuen Leben wandeln können, dass das Blut Jesu Christi uns von unseren Sünden reinigt. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir dann wieder weiter in Sünde wandeln und weiter sündigen und zum Beispiel Grausamkeit und Töten und Schlachten von Tieren zum Beispiel bewirken oder gegen unsere Mitmenschen ungerecht sind oder lügen oder betrügen oder einfach nicht das Gute tun und nicht zum Beispiel armen Menschen nicht geben, die bedürftig sind, ja, und die uns bitten oder die wir sehen und denen wir helfen könnten und dann tust du da nichts und gibst ihnen nichts, obwohl du ohne weiteres ihnen was geben könntest und ignorierst sie einfach. Du ignorierst das Leiden der Welt von Menschen und Tieren, ja, und tust nicht das Rechte und dann gehörst du zu den Frevlern. Ja, das sind dann die Frevler. Also die glauben, dass wenn sie einfach nur an Jesus glauben oder wenn sie einfach nur an Gott, den Herrn glauben und so, dass sie dann automatisch dann irgendwie gerecht werden oder dass Gott ihnen alle ihre Sünden immer wieder vergibt und so, auch wenn sie immer wieder dasselbe tun, auch wenn sie immer wieder sündigen und so. Das ist nicht der Fall, ja, denn es geht um wahre Frömmigkeit, wirklich das Gute zu tun, wirklich dem Unrecht zu wehren, wirklich das Rechte zu tun und zu wollen und zu gebieten und das Gute zu tun. Und solche werden auch belohnt werden von dem Herrn, die anderen werden bestraft werden von dem Herrn, die anderen kommen in die Hölle nach dem Tod. Und diejenigen, die das Recht und das Gute getan haben, die wirklich in Liebe gelebt haben und die wirklich in der Gottesfurcht gelebt haben, nicht in der Sünde verharrt haben, die werden belohnt von dem Herrn. Das steht im Heiligen Koran, das lesen wir auch in der Heiligen Bibel. Der Herr segne dich und deine Familie und führe und leite dich auf dem geraden Weg der Gerechtigkeit, der Liebe und der Rechtschaffenheit.
lebe bitte vegetarisch, tu keinem Tier etwas zuleide, iss kein Fleisch, konsumiere keine Produkte, die durch Grausamkeit hergestellt worden sind, tu Gutes in der Welt und glaube an den Herrn Zebaoth als den einen wahren Gott der Bibel und des Heiligen Korans. Und ja, möge der Herr dich segnen und deine Familie und deine Liebsten und dich recht leiten und sie alle. Und ich ehre den Herrn Zebaoth, den allmächtigen Gott. Amen.